Frankreich, mal wieder. Substanz, besser als ich gedacht habe. Mich macht das ein bisschen traurig. Das ist die Büchse der Pandora. Also mich lässt da nicht los. Wir wollen nach Frankreich, mal wieder. Ich glaube, wir sind die jetzt schon ein paar Mal gefahren, die Strecke. Wir fahren nach Bouches-du-Rhône zum Port Navi-Service. Das ist ein großer Hafen an der Rhône-Mündung, beziehungsweise ein Trockenhafen. Und dort gucken wir uns heute einen Katamaran an, mal was ganz Neues. Ich habe mal ganz allgemein drüber nachzudenken, ob wir nicht ein bisschen mehr Komfort brauchen im Sinne von, wenn wir fahren, weniger Schiffsbewegungen. Und habe da so ein bisschen drüber nachsinniert und kam halt drauf auf ein anders gebautes Boot. Und ich glaube, in Marion hat es ein bisschen gearbeitet und dann kam Marion irgendwann mit der Idee, was ist denn eigentlich mit einem kleinen Katamaran? Und hat mir dann auch einen Typ Katamaran geschickt, den wir ganz hübsch fanden beide. Das nennt sich Snowgoose Elite 37. Und der ist 11,30 Meter lang und 5 Meter breit. Also nicht sehr groß, eher ein kleinerer Cut und ein älterer Cut. Und den gucken wir uns mal an, weil es gibt eine ganze Menge von den Snowgooses, die um die Welt gegangen sind. Also so verkehrt kann es nicht sein. Größer als ich es erwartet habe, erstmal so von außen. Substanz besser als ich gedacht habe. Also auch die Fensterscheiben scheinen neu zu sein, eingedichtet zu sein. Die Solarpaneele sind vernünftig befestigt. Was ja für uns immer so ein bisschen Thema ist, ist Staumöglichkeit von größeren Sachen. Und vorne gibt es zwei Ankerkisten und der eine davon ist riesig groß. Da sind, weiß ich nicht, 8 Reservekanister drin, plus zweimal Kette für den Hauptanker und für den Ersatzanker. Und davor ist nochmal, das sind Unmengen Leinen drin, also solche Stärken von Leinen und ein Kercher. Also da ist auch noch richtig viel Platz. Also erstmal fühlt sich's, finde ich, echt gut an. Rein, muss mich tief bücken, um reinzukommen. Stehe hier auf einer Stufe, die leicht erhöht ist, gucke in den Salon. Vorne mit der Sofaecke. Hier vorne ist eigentlich die Sofaecke. Das da vorne kann Master Cabin sein. Als ich dachte. Mhm. Aber ich meine trotzdem, also für Lebensmittel oder sowas. Ja. Aber schon ist Durchzug, ne? Merkst du das? Also einen Fluchtreflex hast du noch nicht? Nee, fühlt sich gut an. Okay.
Da sieht man die Küche. Vorne ist der Einzelschläfer, wo die Tür gerade zu ist. Und rechts ist ein Doppelschläfer. Ich schwenke jetzt wieder zurück über den Salon drüber in die Backbordkufe. Ich drehe mich jetzt wieder um 90 Grad Richtung Bug und mache mal zwei Schritte zurück, sodass man hier die Navi-Ecke sehen kann. Wir haben hier einen ausziehbaren Tisch. Und ich gehe jetzt mal nach vorne. In die Nasszelle. Von außen waren wir ja eigentlich ganz angetan und von innen muss ich sagen, mich macht das ein bisschen traurig, weil das Boot hat eigentlich Potenzial, aber hier sind Dinge gemacht, bauliche Maßnahmen, die einfach keinen Sinn machen. Also man kann es nicht mehr zurückbauen, rausgerissen ist rausgerissen, du musst es halt neu bauen und klar kann man vieles neu bauen, aber dann müsstest du im Prinzip von vorne anfangen und es gleich richtig machen. Weil wenn du jetzt hier weitermachst, wo die aufgehört haben, dann machst du es auch nur noch weiter schlimmer. Mach mal ein konkretes Beispiel. Konkretes Beispiel, die Küche. Ursprünglich ist in der Küche hier ein großer Doppelspüler. Und ursprünglich ist in der Küche hier der Herd. Das ist irgendwie komplett verändert. Also hier wurde ja eine Arbeitsplatte eingebaut und wenn man hier sieht, die ist hier gestückelt, also noch nicht mal die Frontleiste in einem Stück. Und jetzt ist hier so ein kleines Spülbecken und direkt nebendran der Herd. Das heißt, mein benutztes Geschirr muss ich hier oder hier weiter wegstellen. Ich spüle hier, muss mein tropfendes Geschirr hier rüber packen. Wir hatten in unserer Wohnung eine ganz, ganz, ganz kleine Küche und wir haben gelernt, was das heißt, sinnvolle kurze Wege zu machen. Und das hier ist nicht sinnvoll und ist auch kein kurzer Weg. Hier gab es ein Fach, das ist einfach rausgerissen. Also genau, hier sieht man, da war der Anschluss. So tief war das Fach. Und ich meine, ich habe hier nicht so viel Stauraum. Es sieht nach richtig viel aus, aber wenn man die Schränke aufmacht, richtig tief ist es nicht. Also klar kriege ich Sachen rein, Tassen und so weiter, aber große Teller kriege ich schon nicht mehr rein. Das muss alles hier nebendran rein. Deswegen ja, macht mich das so ein bisschen traurig, dass man das so ein bisschen sinnlos macht. Weil wir müssten für uns, um richtig leben zu können, für uns, so wie wir es mögen, müssten wir auf jeden Fall die Spüle umsetzen, eine neue Spüle reinmachen, eine richtige Spüle reinmachen, den Herd rübersetzen. Und hier muss halt eine Ablagefläche rein. Also das ist der verschenkte Platz. Wir sind schon bereit, ein bisschen was zu bauen, aber eben nur... Ja. Also einen Komplettumbau wollten wir eigentlich nicht machen. Da hätten wir auch andere Boote kaufen können mit Komplettumbau. Also mir geht es eigentlich ähnlich wie Marion. Ich verstehe es schlichtweg nicht. Das hier ist die Außenschale. Hier ist das Fenster, da draußen ist der Laufweg. Und das ist jetzt praktisch der Steuerbordrumpf. Da vorne ist vorne. Und man sieht hier, dass hier mit Kreuzschlitzschrauben eine Holzplatte draufgeschraubt ist, wo ich mir natürlich sofort nervös die Frage stelle, in was haben die da eigentlich reingeschraubt? Haben die da Leistchen drunter geklebt und ein Holz drüber geschraubt? Das wäre noch okay, aber ist ja auch nicht hinterlüftet und gar nichts. Und an einer anderen Stelle, wenn man hier nach vorne kommt, dann sieht man halt hier, wenn man da hinguckt, das ist zum Beispiel eine verzinkte und hier daneben rostet es auch schon durch. Das heißt, man hat hier irgendwie eine Art Feuchtigkeit. Da, die rostet auch. Die rostet auch.
Und das finde ich halt echt schade, weil das heißt für mich im Prinzip, also weil ich nicht weiß, was sie da drunter gemacht haben. Und weil ich nicht reingucken kann, das ist die Büchse der Pandora. Ja, sehr schade, weil das Boot fühlt sich echt gut an und ja, also vom Raumgefühl fühlt sich's gut an. Aber das ganze Boot hat warum auch immer den Himmel ersetzt bekommen durch wahrscheinlich simples Sperrholz, was nicht hinterlüftet ist. Und habe ich meine Bauchschmerzen. Ich mag das Boot wirklich gern. Also vom Grunde her ist es so ein bisschen das, was wir uns vorgestellt haben, auch mit der Einteilung. Ja, wir müssten ein bisschen wieder Tiny House spielen, aber das können wir. Wir würden unsere Sachen unterkriegen. Es ist hell. Das finde ich toll, dass es hell ist. Und ja, also ein paar Sachen sind halt gemacht worden. Es ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja, es nützt nichts, wenn hier Sachen sind, bei denen wir uns fragen, was dann da hinten dran ist, dann ist das eigentlich auch schon. Also ich weiß, ich kann es mir nicht erklären, was hier passiert ist, weil wenn man hier guckt, vielleicht musst du nochmal. Das hier, das kann ich besser sehen. Guck dir mal an, wie die Leiste hier gesägt ist. Also der Preis ist 82.500 Euro mit neuen Segeln, stehendes Gut erneuert, gesunde Substanz, ein Motor, Autopilot und Basic-Ausstattung an Navigation. Es sah von außen aus wie ein Match und von dem ersten paar Schritten hier drinnen sah es auch aus wie ein Match. Jutti, 50.000? Jetzt noch mal zu dem Katamaran, der, also mich lässt er nicht los. Also ich finde es nach wie vor ein tolles Boot und ich wollte mir das heute noch mal angucken, wie ich es heute finde. Wir haben ja zum Glück in weiser Voraussicht hier ein Zimmerchen gebucht für eine Nacht, für den Fall, dass sowas eintritt. Ja, es gibt so zwei, drei technische Stellen, die ich mir noch mal angucken will und ja, vor allem die Innenverkleidung, wie gut wir damit jetzt doch leben können. Weil eigentlich muss man zusammenfassen, super Struktur, außen haben sie alles fertig gemacht und innen ist es zu überarbeiten. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie viel Arbeit wollen wir da reinstecken und zu welchem Preis. Aber optisch könnte man sagen, ich fahre damit jetzt erstmal los. Auf keinen Fall möchte ich optisch so in dem Boot 2 Jahre leben. Also nein, das ist zu viel. Zu viel, was keinen Sinn macht, zu viel, was nicht schön ist, also wo ich jeden Tag hingucken würde und sagen würde, oh bitte, warum? Und also man muss nicht alles machen, aber man muss schon einiges machen, optisch und funktionell. Ich habe gestern immer funktionabel gesagt, das gibt es ja gar nicht. Also funktionell ist einiges zu tun. Also nach wie vor genauso viel wie gestern, aber... Genau, aber wir fahren noch mal hin, wir haben noch nicht aufgegeben. Das Boot hat uns nicht losgelassen, also mich vor allem nicht. Ich glaube, du musst in jedem Boot irgendwas machen. Die Frage ist nur, wie viel möchte ich machen? Also wenn du halt nicht so arg viel Geld ausgeben möchtest oder kannst, dann musst du halt mehr tun. Also wir standen schon mal in dem Boot, da haben wir gesagt, Da trennen wir uns, bevor wir fertig werden, weil das einfach so viel Konfliktpotenzial auch hat, das Boot. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir aufs Boot kommen, ist, wie ist das erste Gefühl? Also ist es Bauchschmerzen oder ist es, oh ja genau, ich weiß genau, wie ich das da machen will und da habe ich auch schon eine Idee für. Bin
nicht weiter als im Auto. Also. Ja, genau. Ich frage mich gerade, was wir hier machen. Ja. Also ich finde es nach wie vor ein geiles Boot. So, hier tropft ein bisschen Wasser aus dem Rumpf raus. Das will ich mir auch nochmal angucken. Ja. Hier klingt's massiv. Zu mir langsam die Knöchel. Und hier klingt's viel hohler. Mhm. Schau mal, da unten ist der Punkt, den ich meinte. Die haben aufgesetzt. Wir haben jetzt hier drei Blasen entdeckt. Das hier ist eine. Ja, hier ist auch ganz gut. Da ist Essig drin. Da ist, also ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Da sieht man es ganz gut. Hier ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Also das ist schon mal sehr gut, dass wir heute noch mal gekommen sind. Wir haben jetzt ein paar Osmoseblasen gefunden. Gestern hatte ich ja den einen Punkt gesehen, wo Wasser aus der Flosse hinten am Ruder rausgelaufen ist. Osmose ja, muss man sich dann genauer angucken. Ist eine große Baustelle. Punkt. Ob es dann ein Rumpf ist oder zwei. Also wenn sie Osmose hat, dann musst du eh beide Rumpfe machen. Kommst du gar nicht drum rum. Viele Stellen gespachtelt hier an Deck, ne? Mhm. Also da ist hier drüben. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, die Scheiben sind, ich glaube, sogar neu. Also das Plexi ist neu, es ist neu eingedichtet, es ist neu verschraubt. Also außen haben sie es qualitativ hochwertig fertig gemacht. Hier ist auch eine neue Genua drauf. Das Rig ist ja neu. Und der Mast ist gut, der hat einen Radarreflektor, also einen aktiven Radarreflektor. Hat auch eine Glomex-Antenne, also eine 4G-Verstärkungsantenne für Mobilfunk. Und er hat Maststufen. Das ist wie Pappmaché, ne? Ja. Vielleicht haben die Kinder mit Pappmaché basteln dürfen. Ja, wer weiß. Wir müssen ja beschäftigt werden. Da macht man hier halt mal Pappmaché drauf. I don't know. Hier vorne haben sie ja beim Streichen haben sie ins Deck reingestrichen. Ja. Ja. Da drüben sind auch richtige dicke Farbspritzer. Große, oh, dicke Farbspritzer. An Deck oder wo? An Deck, ja, ja. So Farbnasen, weißt du? Mhm. Was ist das Thema? Das Thema hier ist, dass diese Farbe, die sie hier verwendet haben, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Wandfarbe, Kreidefarbe oder so. Und die ist halt für stark beanspruchte Flächen nicht geeignet, weil die nimmt den Dreck halt auf. Also sieht man hier, das ist so eine Ecke, wo man sich festhält, wenn man hier diese Samba-Treppe runtergeht. So gehe ich jetzt runter, muss ich mich natürlich hier festhalten und das sieht man hier, das ist total schäbig. Das heißt, innen komplett neu überarbeiten. Ja. Das Grün hat denen so gefallen, also das ist so, dass sie halt ganz viel damit gemacht haben. Und das muss alles, alle Flächen, die man in die Hand nimmt, also Schubladenfronten, sind alle damit gemacht. Das muss alles gemacht werden. Also die Korpusse kann man lassen. Aber sowas wie das hier und Schubladenfronten, wo man halt immer hinlangen muss, die müssen gemacht werden.
Da habe ich aber auch, da hatte ich auch drüber nachgedacht, da hätte ich auch einen Easyfix. Folieren. Nein, austauschen. Andere Fronten drauf machen. Nein, das Jawohl. Ist kein Easyfix. Natürlich. Das ist das Einfachste, die Front runter und eine neue Front drauf. Aber das Original. Das die schmeißt du weg, oder was? Ja, ja, Chris. Ja. Hast du gerade meinen Kosename verwendet? Nein, nie ich, nein. Christoph, das ist nicht mehr original. Du kriegst es auch nicht mehr in Originalzustand, weil die haben das anschleifen müssen, um drüber zu streichen. Original war ja Holz, lackiert und da kannst du nicht drüber streichen. Das heißt, es ist eh alles angeschliffen. Ist auch so leicht klebrig, ne, wenn man hier so hinfasst. Das hier ist auch ein Lack. Das ist ich sag mal, ein Aquabase, ein wasserbasierter Acryllack. Ein ganz normaler, billiger, wasserbasierter Acryllack. Weil der trocknet so. Also der hat so eine Oberfläche. Mhm. So ein bisschen klebrig. Mhm. Also ein Kunstharzlack trocknet ja fest aus und das ist ein wasserbasiert. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Den kannst du auch abwaschen. Da kannst du auch mit dem Schmutzradier rangehen. Aber hier, das kriegst du nicht sauber. Mhm. Komm mal rein. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber das läuft auf einen komplett Umbau von dem Boot hinaus. So ziemlich, ja. Das Boot steht jetzt vielleicht seit 2 Wochen an Land. Eine Woche oder zwei. Ja. Das heißt, also ich würde es dieses Jahr dann nicht mehr segeln. Ich würde es stehen lassen, austrocknen. Ich würde es komplett runterschleifen und über den Winter stehen lassen. Osmose ist einfach Feuchtigkeit im Rumpf. Das heißt, alle Schichten abtragen, die das behindern, dass es ausdiffundieren kann, austrocknen lassen. Und wir sind jetzt gerade August in Südfrankreich. Das sollte also kein Problem sein auf einer Betonfläche, die viel Hitze abstrahlt. Und das heißt, man könnte 2-3 Monaten könnte man das wieder versiegeln, wäre also fertig für den Winter. Aber es ist halt, ja, mindestens 2 Wochen Arbeit und nicht wenig Materialeinsatz. Okay. Und das hier, da geht es jetzt praktisch in den Wassertank rein. Den haben sie auch schon mal erneuert. Ne? Das ist ein neuer offensichtlich. Das könnte sein, dass die Osmose von innen kommt. Ne? Hm. Fällt mir jetzt Obwohl, erst auf. Obwohl, da muss aber noch eine Schale sein. Nee, das ist der Rumpf. Ja, das ist keine Schale, kein Doppel. Guck mal, siehst du das? Hm. Also wenn du hier hinter rum guckst. Da. Kommt von innen. Hm. Die Osmose kommt von innen. Wassertank. Also das hier ist zum Arbeiten. Mhm. Also das ist alles, was du hast zum Arbeiten. Mhm. Von hier und von drüben. Mhm. Okay. Und du kannst es halt auch nur, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, vielleicht kann man das sogar Sand strahlen. Ich weiß es nicht. Mhm. Das wäre natürlich das Einfachste, wenn man das könnte. Lächeln. Wenn wir uns jetzt die Bilder nochmal so angucken, dann sehen wir auch erst, wie stark uns da der Innenraum und das Leben an Bord beschäftigt hat, als wir auf dem Boot waren. Und das Segeln war eher so ein bisschen im Hintergrund. Das heißt, das Pendel hat sehr stark in die Richtung ausgeschlagen. Wir machen da nochmal eine Gesamtzusammenfassung über ein paar Boote und ein Gesamtfazit. Aber für den heutigen Tag ist es noch nicht vorbei, denn wir hatten noch einen weiteren Ausflug an dem Tag. Wir haben ganz kurzfristig und spontan noch eine zweite Besichtigung eingeschoben. Also warum auch immer, ich hatte gesagt, komm, wenn wir nach Frankreich fahren, lass uns doch gleich einen Ausflug draus machen. Wir übernachten und das war ja ganz gut, weil wir am zweiten Tag noch mal hinfahren konnten, uns das Boot auch ein zweites Mal anschauen konnten. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan, noch ein zweites Boot anzugucken. Und darüber wollen wir euch das nächste Mal erzählen. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch unseren Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Folg uns gerne auf Instagram und Facebook. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.